Prost, ihr Lieben, die Sommerzeit beginnt und was gibt's da Leckeres als einen eisgekühlten Eistee? Und heute zeige ich euch, wie man den leckeren Eisteesirup herstellt. Also, bleibt dran! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder einschaltet. Ja, der Sommer ist fast da und was gibt es da Leckeres als eisgekühlten Eistee im Garten zu trinken. Und deswegen habe ich mich mal wieder für euch schlau gemacht und ein Rezept rausgesucht und werde es jetzt mit euch probieren. Laut den Kommentaren und ja überhaupt, das Rezept soll super sein. Alle sind total begeistert und deswegen bin ich schon ganz, ganz gespannt, ob es wirklich so toll schmeckt, wie es alle schreiben. Und ich habe mir ein Pfirsicheistee-Konzentrat rausgesucht oder Sirup, wie man mag, weil früher in der Schule habe ich total gerne Pfirsicheistee getrunken mit meiner Freundin. Ich konnte gar nicht genug bekommen, aber wenn ich daran jetzt denke, oder ich habe es letztens getrunken, die sind ja so abartig süß, die Eistees. Deswegen ist es hier so schön, dass ihr die Zuckermenge nach unserem eigenen Geschmack variieren könnt. Und selbst wenn wir das Konzentrat mit Wasser mischen, wir können es einfach nach unseren eigenen Bedürfnissen anpassen. So, jetzt geht es auch schon los. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich Eistee. Eistee, sage ich schon. Teebeutel. 15 Stück. Ich habe sie mir jetzt hier schon abgezählt und mit so einem Clips zusammengehangen. Warum werdet ihr dann auch gleich sehen? Ich habe mich für den mediterranen Pfirsich entschieden. Soll aber auch ganz toll mit verschiedenen anderen Teesorten schmecken, also ihr könnt euch ausprobieren. Dann, im Originalrezept stehen 500 Gramm in Klammern nach Belieben anpassbar. Wie gesagt, ich mag es nicht so süß, ich habe jetzt 300 Gramm schon mal abgewogen. Dann brauchen wir, wie schon bei dem letzten Sirup, Zitronensäure, 2 Päckchen. In einem Päckchen sind 5 Gramm. Und Pfirsichnektar. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr einen Nektar kauft, der mindestens 50% Fruchtgehalt habt. Ich habe den jetzt hier von Granini. Davon brauchen wir 300 Gramm. Die habe ich hier auch schon abgewogen. So, als erstes werde ich jetzt Wasser kochen. Natürlich könnt ihr das jetzt hier in der Maschine machen, aber ich nehme jetzt meinen Wasserkocher. Wir sehen uns gleich. Mein Wasser hat gekocht und wir brauchen 700 Gramm. Und das Schöne ist, wir haben ja hier so einen Strich für 700 Milliliter. Und so viel kippt ihr jetzt in eure Brühe rein. So. Und nun hängen wir die 15 Teebeutel hier rein. Und mit den Clips könnt ihr die so schön hier an der Seite hängen. Man braucht keine Angst haben, dass die euch da so wegrutschen. Drückt ihr jetzt hier noch so ein bisschen mit dem Spatel rein. So. Oh, es duftet schon total lecker. So. Das Ganze lassen wir jetzt 15 Minuten ziehen. Alexa, stell den Timer auf 15 Minuten. 15 Minuten, ab jetzt. Ich liebe meine Alexa. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Ich kann nicht mehr ohne sie. Ich weiß, jetzt kommen die ganzen Datenschützer. Egal. Ich finde die toll. Gerade in der Küche. Okay, bis dann. Die 15 Minuten sind um. Und nun holen wir die ganzen Teebeutel raus und drücken die nochmal richtig kräftig mit dem Spatel aus. Die jetzt hier immer an der Wand aus. So. Als nächstes setzen wir unseren Misch- und Rühreinsatz ein und kippen
kippen jetzt alle Zutaten, die wir bereitgestellt haben, rein. Also, bei mir sind es ja die 300 Gramm Zucker. Dann die 2 Päckchen Zitronensäure. Und zu guter Letzt unsere 300 Gramm Pfirsichnektar. Wir schließen die Deckel. Und wir rühren das Ganze für auf der Stufe 6 für 10 Sekunden durch. Oh. Stufe 6, 10 Sekunden umrühren. So. Und nun wird das Ganze eingekocht. Dafür nehmen wir die Stufe 3, 100 Grad. Für 15 Minuten. Bis gleich. Die Zeit ist um und wir schauen mal rein. Ups. Wahrscheinlich könnt ihr gar nicht viel sehen, weil es mal wieder beschlagen ist. Es duftet total lecker. Ich würde es am liebsten schon mal kosten. Aber nein, ich warte, bis es abgekühlt ist. Sonst verbrenne ich mir wieder meinen Mund, beziehungsweise meine Zunge. So, ich habe hier schon mal ein paar Flaschen heiß ausgespült, beziehungsweise ausgekocht. Und werde das jetzt alles hineinmachen. Blöderweise habe ich jetzt erst gemerkt, dass ich zu wenig Flaschen habe. Also denke ich jedenfalls. Da muss ich nachher wohl nochmal los. Jetzt kippen wir das Ganze in die Flaschen. Bitte vergesst hier nicht, den Aufsatz rauszuholen. Sonst macht es irgendwann Plutsch. Sonst kommt er euch entgegen beim Ausschütten. So, ich nehme wieder meinen Griff. Kann ich am besten... Ich schütte das Ganze in die Flaschen. So, die erste Flasche ist fertig. Reichen die doch? Ich glaube nicht. Oh Gott, ich habe immer Angst, dass die Flaschen platzen. Ist mir schon einmal passiert. Zum Glück standen die aber in der Spüle. Ich dachte, ich habe jetzt zu viel gekippt. So. Eine kleine Flasche hätte ich jetzt noch gebraucht. Aber gut, habe ich einen Grund, noch mal ein bisschen zu schmökern. Ich bin also gerne in den ganz kleinen Ramschläden. Teddy, Kek, da gibt es immer so viele tolle Sachen, die man eigentlich nicht braucht, aber ich brauche sie. Ja, schaut euch doch mal die schöne Farbe an. Sieht auf jeden Fall jetzt schon aus wie ein richtig lecker Eistee. Und duften tut der auch. Wir müssen jetzt aber warten, bis der abgekühlt ist, denn ich habe mir heute Morgen schon Eiswürfel in das Tiefkühlfach gemacht, weil Eistee wird mit Eiswürfel getrunken. Das ist bestimmt ganz lecker. Und wenn ich jetzt auf die Eiswürfel mache, dann werden die ja natürlich nicht mehr da. Deswegen warten wir, bis der Eistee abgekühlt ist und sehen uns nachher nochmal zur Kostprobe. So, der Eistee ist abgekühlt, beziehungsweise der Sirup. Ich habe mir hier schon mal ein Glas mit Eiswürfel bereitgestellt. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Ich mache jetzt einfach mal Pi mal Daumen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon... ob das reicht oder nicht. Vielleicht ist es auch schon zu viel. Mal schauen. Man kann es mit Sprudelwasser trinken. Ich mag es aber lieber still. Also in dem Fall, sonst mag ich es mit Sprudel. Aber mal schauen. So. Dann habe ich hier so einen hübschen Strohhalm, die gibt es übrigens bei DM. Und jetzt. Also für mich war es jetzt schon so ein bisschen zu viel Sirup. Ich würde beim nächsten Mal ein bisschen weniger nehmen, aber so. Geschmacklich total lecker. Kommt total an den Sirup ran, den man. An den Eistee. Von zu Hause. Ach, von zu Hause aus dem Supermarkt. Mensch, was erzähle ich denn jetzt hier? Den man gekauft hat. Oder? Lecker.
beim nächsten Mal mache ich mir vielleicht noch ein Scheibchen Pfirsich rein und dann ist es perfekt. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, macht das Däumchen nach oben. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann drückt ganz kostenlos unten die Abonniertaste-Button. Dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen. Und wenn ich neue Videos draußen habe, ich habe jetzt hier irgendwie... Ah, der Tag ist schon zu lang. Was wollte ich noch sagen? Ja, ihr könnt mir gerne bei Facebook folgen, bei Instagram, da gibt es ganz oft Stories von mir. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.